der SSCC-Audiocast. Hallo zum SCC-Audiocast. Heute bieten wir wieder eine besondere Folge an, denn wir wollen hören, wie das Spitzenspiel am Sonntag zwischen dem SCC und dem VfB Friedrichshafen von den Beteiligten aufgenommen wurde. Hören Sie einfach rein, viel Spaß! Also es fängt ja schon damit an, als wir in die Halle kamen und ja schon mal fast 2000 Leute da saßen. Also eine Stunde vor dem Spiel, 2000 Leute, das ist man überhaupt nicht gewohnt, das war schon gigantisch. Also wir haben dann am Ende 3-1 gewonnen, hammergeile Stimmung gewesen, 7700 Leute. Ich glaube, sowas erlebt man nur ein, zwei Mal in seinem Volleyballerleben, dass man vor so einer Kulisse mit dem Verein spielen darf. War schon was Besonderes, also wir hatten nicht so viele Zuschauer erwartet. 7700 ist doch schon eine große Zahl. Als dann 20 Minuten vor Beginn dann der Vorhang fiel und der Oberrang aufgemacht wurde, war natürlich wieder, die Perspektive hat sich total geändert und hatten erstmal die ganze Dimension dieser ganzen der Halle wirklich wahrgenommen. Ne? Und dann im Spiel war die Stimmung natürlich bombastisch. Also das weiß ich, das kann man sich aus der Art nicht nachbiegen. Ne? Das war einfach überwältigend. Das war natürlich schon eine grandiose Stimmung und es hat uns auf jeden Fall sehr weitergeholfen, dass die Halle heute voll war. Und es war auch ein sehr ausschlaggebender Punkt zum Sieg heute natürlich, klar. Hat alles gepasst, Ergebnis hat gepasst. Ich denke, wir sind auch, gerade bei so einem schweren Gegner, ist auch wichtig, dass man auch von den Zuschauern getragen wird. Das ist heute auch hier so passiert. War wirklich der siebte Mann heute. Boah, war Wahnsinn. Unglaublich, vor 7000 Leuten zu spielen ist, oder fast 8000. Also mehr geht nicht. Also es war beim Einlaufen Gänsehaut-Feeling, das ganze Spiel über Gänsehaut-Feeling. Und wenn man dann auch so konzentriert spielt und das umsetzt, was man in den letzten Wochen sich erarbeitet hat, ist einfach unglaublich. Klar bin ich stolz und als Berliner bin ich besonders stolz. Wer soll sonst den Zuschauerrekord halten, außer die Mannschaft aus der Bundeshauptstadt? Was hier vom Verein auf die Beine gestellt worden ist und wie sich das ganze Management und das ganze Drumherum zerrissen hat für uns, das ist extrem gut zu wissen, dass man so viele Leute hinter sich hat, also die das alles organisieren, hier auf die Beine stellen. Dann ist es natürlich gut, dass man 7700 Leute hinter sich hat, was einfach unglaublich ist, aber das bedeutet mir schon was, dass man hier sieht, dass hier was passiert, dass hier neue Schritte gewagt werden vom Management. Das finde ich richtig gut. Ja, auf jeden Fall sehr stolz. Das konnte ich auch nicht ahnen, als ich hierher gewechselt bin. Und deswegen, ja, im Umfeld wurde hier eine Menge geleistet, viel Arbeit reingesteckt. Und ich denke, dafür wurden wir halt heute belohnt.